direkter Gewalt, die kommt fast täglich immer wieder vor. Das Schlimmste war körperlicher Übergriff von einer Person, der ohne Vorwarnung mit Faustschläge gegen das Personal losgegangen ist. Die mehrtägige Krankenstände aufgrund von diversen Verletzungen davontragen haben. Also wenn die Bedrohung oder die Aggressivität vorbei ist, kann man nicht in den Alltag übergehen. Eine extreme Belastung. Es geschieht eh nichts, hört man immer wieder. Dass der Aufgabenbereich und der Versorgungsbereich von uns immer mehr worden ist, aber nicht das Personal aufgestockt worden ist. Die Gewerkschaft, das ist, wie die Kollegen das erfahren haben, dass wir das machen, war die Reaktion sehr, sehr positiv, weil sie jetzt die Freude haben, dass doch was passiert.